Auch wenn ich genau weiß, dass dieses Video nicht besonders viele Klicks bekommt, es ist meine Herzensangelegenheit, weil ich einfach glaube, dass Vintage-Uhren und Uhren, die es nicht mehr im offiziellen Handel gibt, etwas ganz Besonderes sind, und ich freue mich sehr, zwei Videos über Uhren machen zu können, die es so nicht mehr gibt, aus dem Hause Ickler, der Marken Limes und Archimede. Dies ist der erste Teil. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute zeige ich euch die ersten 5 Uhren meines Vintage Specials aus dem Hause Ickler mit den Marken Limes und Archimede. Alle Uhren gibt es so nicht mehr zu kaufen und alle Uhren finde ich auf eine besondere Art und Weise sehr schön und ich freue mich sehr, sie euch heute zeigen zu können. Ja, die Uhren, die ich euch heute zeige, bis auf eine, die meine eigene ist, habe ich von einem Sammlerfreund zur Verfügung gestellt bekommen, um dieses Video machen zu können. Finde ich wirklich klasse, hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Firma Ickler. Ich habe einfach die Bilder der Uhren, die ich habe, an Ickler geschickt und dort wurden anhand der Bilder die Daten rausgesucht, die ich euch heute präsentieren kann. Ich habe mit der Lisa Ickler gesprochen und sie sagte, sie hat mal so einige Stunden drauf verbracht und das finde ich wirklich klasse und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle. Die ersten beiden Uhren, die ich euch heute zeige, sehen auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aus, obwohl sie aus zwei verschiedenen Marken kommen. Die eine Uhr ist von Limes, die andere von Archimede. Im Detail sind sie aber wirklich unterschiedlich. Es handelt sich bei beiden Uhren um Modelle, die Vintage bezeichnet sind, also einmal Archimede Vintage, einmal Limes Vintage. Das Ziffernblatt sieht ganz ähnlich aus, aber Gehäuse und andere Details unterscheiden sich stark. Ich freue mich drauf, sie euch jetzt zeigen zu können. Die Archimede Vintage. Am bezeichnendsten und am auffälligsten sind natürlich die grün eingefärbten Ziffern und die grünen Zeiger. Die Uhr ist schön flach, wie ihr sehen könnt, hat eine sehr griffige Krone und einen durchsichtigen Rückseite. Auf der Front verbaut ist ein Saphirglas und auf der Rückseite ist der Boden verschraubt mit einem Mineralglas. Lassen wir einmal schauen, wie die Maße der Uhr sind. Dankenswerterweise habe ich eine Plastikschieblehre, sodass ich problemlos die Uhren vermessen kann. Wie ihr sehen könnt, hat die Uhr 41,5 mm im Durchmesser. Der Abstand Horn zu Horn beträgt 49,5 mm. Und die Dicke der Uhr, na, kriege ich das eingestellt, die Dicke der Uhr beträgt 9,5 mm. Also eine durchaus große Uhr mit einer wirklich angenehmen Bauhöhe, leuchtende Zeiger, leuchtende Ziffern. Eine wirklich schöne Uhr, verbaut ist ein ETA 2824 und die Uhr ist bis 50 Meter wasserdicht. Die Eisenbahnminuterie finde ich ebenfalls sehr gelungen. Die Krone ist schön griffig und das Werk ist nicht verziert. Kommen wir zur Limes Vintage. Eine Uhr, die auf den ersten Blick ganz ähnlich zu sein scheint mit den grünen arabischen Ziffern, den etwas grünlich eingefärbten Zeigern. Und das gesamte Erscheinungsbild ist schon sehr ähnlich wie bei der Archimede, aber die kannelierte Lünette oben, das mattierte Gehäuse, die polierte Rückseite zeigt doch einen deutlichen Unterschied zur Archimede. Hier haben wir auf der Front und auf der Rückseite ein Saphirglas verbaut, der Boden ist mit 6 Schrauben verschraubt und die Uhr ist bis 50 Meter wasserdicht. Die Archimede hatte ein weiß lackiertes Ziffernblatt, hier haben wir ein silbernes Ziffernblatt und die Uhr hat einen Durchmesser von
Na, kriege ich das gemessen? So, also um die 37,5, knapp 38 mm. Und der Abstand Horn zu Horn beträgt, na, nochmal, ich abgerutscht, ungefähr 47 mm. Ihr könnt schon sehen, auch diese Uhr ist nicht besonders dick, passt hervorragend unter die Anzugmanschette mit unter 10 mm, 9,7, 9,8 mm. Das silberne Ziffernblatt gefällt mir sehr gut. Eine wirklich toll aussehende Uhr und auch hier die Eisenbahnminuterie mit dem kandelierten Topring. Eine wirklich schöne Uhr, die richtig, richtig klasse aussieht. Und jetzt schauen wir uns die beiden Uhren einmal nebeneinander im direkten Vergleich an. Hier seht ihr als erstes den deutlichen Größenunterschied und im direkten Vergleich kann man auch sehen, dass die Schriftart nicht völlig identisch ist und auch von der Seite kann man sehen, dass es sich um unterschiedliche Uhren handelt. Das Gehäuse ist unterschiedlich, die Hörner sind unterschiedlich, der Boden ist unterschiedlich, es sind komplett unterschiedliche Uhren. Auch wenn sie auf den ersten Blick doch sehr, sehr ähnlich wirken. Persönlich muss ich gestehen, spricht mich in diesem Fall die Limes etwas mehr an, weil sie doch ein klein wenig feiner ist. Die dritte Uhr ist eine Uhr, die ich, und das kann ich ja unter uns ganz offen sagen, wahrscheinlich so nicht tragen würde, aber ich finde, es ist ein Blick dafür, wie vielfältig die Uhrengeschichte der Firma Limes ist. Es handelt sich um die Limes Opera mit einem Automatikwerk. Das Gehäuse ist vergoldet. Oben ist ein Saphirglas verbaut. Auf der Rückseite ein Mineralglasboden. Die Uhr ist bis 50 Meter wasserdicht und ist eine sehr, sehr klassische Uhr mit einem bicolor guilchiertem Ziffernblatt. Das ist sie, die Limes Opera. Das Gehäuse ist vergoldet und die römischen Ziffern passen sehr gut in das Gesamterscheinungsbild. Ich mag die Tagesanzeige auf der 12-Uhr-Position und was mir an der Uhr auch sehr gut gefällt, ist die Kannelierung auf der Seite. Auf der Rückseite haben wir ein Mineralglas, welches den Blick auf das Werk freigibt. Auf der Vorderseite ist ein Saphirglas verbaut. Die Uhr ist bis 50 Meter wasserdicht. Die Zeiger passen wunderbar zum Gesamterscheinungsbild des Blattes und angetrieben wird die Uhr von einem ETA 2834. Der Durchmesser der Uhr beträgt handvermessene 36 mm, gut 36 mm und der Abstand Horn zu Horn beträgt 40 mm, 40,5. Wirklich eine sehr, sehr kleine Uhr. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Habe ich mich wahrscheinlich vermessen. Die Uhr ist 10,5 mm dick. Und ja, eine Uhr, die ich, wie gesagt, so höchstwahrscheinlich nicht tragen würde. Hier kann man noch mal wunderbar das wunderschöne Ziffernblatt sehen mit den unterschiedlichen Farbtönen und auch der goldene Schimmer am Rande des Ziffernblattes, aufwendig gemacht, schön gemacht, nur leider nicht mein Stil.
Die vierte Uhr in meinem Review heute ist die Limes Integralautomatik. Gehäuse aus Edelstahl, eine Uhr mit einer eckigen Form. Außergewöhnlich, ich mag das sehr. Die Uhr sticht sofort ins Auge. Oben ist ein Saphirglas verbaut, auf der Rückseite ein Saphirglasboden. Und die Uhr ist wasserdicht bis 50 Meter. Die Firma Ikla hat mir auch die Beschreibung des Ziffernblattes geliefert. Das Ziffernblatt wird bei Ikla geführt als wilde Reiter. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Idee, wie man auf diese Ziffernblattbezeichnung kommt, aber ich fand sie so witzig, dass ich sie unbedingt weitergeben musste. Das Ziffernblatt ist weiß lackiert, schwarze Zeiger, im Originalauslieferungszustand war ein braunes Lederband dran. Ob es dieses Band ist, kann ich nicht sagen, aber ich finde, es passt sehr gut zur Uhr. Der ursprüngliche Verkaufspreis lag bei 825 Euro. Das ist ein circa Wert, je nachdem in welchem Jahr die Uhr verkauft wurde, aber das ist so ein Richtwert zum damaligen Verkaufspreis der Uhr. Die Limes Integral hat ein dekoriertes 2824 aus dem Hause ETA und eine auch von der Seite, wie ich finde, sehr interessante Formgebung. Und das Werk sieht natürlich klasse aus. Ich mag sowas, insbesondere wenn der Blick auf das Werk freigegeben wird und auch die Rückseite an sich noch einmal etwas interessanter gestaltet ist. Die Uhr hat einen Durchmesser und aufgrund der Bauform kann ich hier wirklich nur einen Näherungswert geben von 33 mm, knapp über 33 mm. Und der Abstand Horn zu Horn, beziehungsweise erst einmal die Länge der Uhr. Hier haben wir 37 mm, was das Gehäuse betrifft. Und der Abstand Horn zu Horn habe ich nicht gemessen. Na, ganz klasse. Dick ist die Uhr, nur schlanke 9,3 mm. Also eine sehr, sehr schöne und flache Uhr. 50 Meter wasserdicht und der ursprüngliche Verkaufspreis lag bei 825 Euro. Eine für damalige Verhältnisse durchaus teure Uhr. Warum das Ziffernblatt Wilde Reiter heißt, kann ich mir nicht erklären. Ich kann nur sagen, ich finde die Uhr insgesamt sehr, sehr interessant. Die Rückseite finde ich wirklich klasse. Und ich würde die Uhr höchstwahrscheinlich sogar selber zum Anzug ins Büro tragen. Die fünfte und letzte Uhr in dem zweiten Teil meines Vintage Special ist die Archimede Rallye Automatik. Eine Uhr, die wirklich sehr sportlich wirkt und auch heute noch nahezu modern auf mich wirkt. Das Gehäuse ist aus poliertem Edelstahl, angetrieben durch ein automatisches ETA-Werk 2824. Ziffernblatt und Indizes sind mit Leuchtmasse belegt und die Uhr trägt sich aufgrund ihrer Form und ihrer abgerundeten Art und Weise sehr, sehr angenehm am Arm. Zum Schluss eine Uhr, die ich wirklich so sportlich und zeitlos finde, dass ich der Meinung bin, sie würde auch heute noch sehr gut in das Portfolio passen und sich wirklich gut verkaufen. Die Rückseite ist hochglanzpoliert und ihr könnt das jetzt sehen. Also ihr seht da quasi mich, wie ich gerade filme und wirklich eine interessant gemachte Uhr. Hochglanzpoliert, eine sportliche Uhr, die Archimede Rallye Automatik. Verbaut ist ein Mineralglas auf der Vorderseite, die Uhr ist bis 50 Meter wasserdicht. Die Indizes, die Ziffern und die Zeiger sind mit Leuchtmasse versehen
Und das Erstaunlichste an der ganzen Uhr finde ich den Preis, denn diese Uhr wurde im Jahr 2003 für 195 Euro verkauft. 39 mm im Durchmesser, der Abstand Horn zu Horn beträgt schlanke 44,5, 44,6 mm und die Uhr hat eine Dicke von, na komm, das kriege ich doch hin, hat eine Dicke von 9,6 mm. Eine sehr, sehr sportliche, schlanke Uhr, die mir wirklich gut gefällt. Aus der Nähe kann man sehen, dass die Uhr sehr gut ablesbar ist. Das Datum zwischen 4 und 5 muss man mögen, ansonsten hätte man auf eine der vier arabischen Ziffern verzichten müssen. Das ist wirklich Geschmackssache. Insgesamt gefällt mir die Uhr im Gesamtauftritt wirklich gut. Ja, das war der erste Teil meines Limes Vintage Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, empfehlt meinen Kanal weiter und freut euch auf den zweiten Teil. Bis dahin, tschüss, euer Axel.